Ahoi und Moin aus Porto. Wir stehen hier gerade vor der Arosa Alba. Und ihr wisst natürlich, was das bedeutet. Eine neue Vlog-Reihe steht bevor. Diesmal wieder mit Arosa-Kreuzfahrten. Das neueste Schiff, die Arosa Alba, ist unser Begleiter für die nächste Woche. Ja, die Anreise war etwas abenteuerlich. Oh ja, das stimmt. Zwar sind wir halt von Berlin geflogen nach Lissabon. Ist alles ganz gut geklappt und dann hatten wir aber unseren Anschlussflug nach Porto verpasst. Aber alles gut. Nochmal Glück im Unglück gehabt. Es gab dann noch einen späteren Flug. 2 Stunden später sind dann etwas später in Porto angekommen und haben jetzt halt nur noch diesen Vormittag. Den werden wir jetzt aber auch richtig ausreizen für euch. Genau. Einer der ganz großen Vorteile einer Flusskreuzfahrt, nämlich die zentrale Lage, trifft natürlich auch auf Porto zu. 5 Minuten gelaufen und schon sind wir am ersten Highlight angekommen. Das versteckt sich hier hinter Janine. Sie zeigt schon super hin. Das ist die Ponte Dom Luís, also die ganz berühmte Brücke hier von Porto. Da wollen wir jetzt rübergehen. Ja, und ihr habt hier wunderschönes Panorama, wie ihr schon sehen könnt. Ist wirklich ein tolles Flair und auch so ein bisschen verschlafen noch das Städtchen heute hier. Ist richtig angenehm und super süß, oder? Genau, für uns geht es jetzt hinter uns da in die Altstadt. Ja. Direkt hinter uns seht ihr auch noch die Portweinschiffe, die hier auf dem Douro fahren und den leckeren Portwein zu den anderen Ortschaften bringen. Da müssen wir auch noch hin. Ein Weinchen gönnen. Genau, aber dafür ist es jetzt noch zu früh. Ja. Apropos zu früh, hier neben uns, hier oben, ich hoffe, man erkennt es, versteckt sich auch die Seilbahn, mit der ihr hoch auf den Berg kommt. Die hat allerdings noch zu, die macht erst um 10 auf. Das ist uns heute zu spät. Wir sind nämlich Frühaufsteher, das machen wir nächste Woche. Ja, und wir legen jetzt mal los. En la habitación, qué rico mami. Pero en cosas del amor mucho fallaba. No había nada, mi amor, algo esperaba de tu mirada. Perdidos, sé lo que siento, pero tú no. Nos entendemos haciendo el auf der gegenüberliegenden Uferpromenade angekommen, haben die Brücke erfolgreich überquert, ging auch alles ganz flott und ist wirklich nicht weit vom Schiff. Und jetzt stehen wir gerade inmitten eines kleinen süßen Marktes. Hier gibt es auch allerhand tolle typische Korkprodukte zu kaufen, haben wir schon gesehen. Genau, also von der Korkeiche hier in Portugal könnt ihr allerhand Sachen kaufen. Es gibt Portemonnaies, Mützen, Handtaschen, ja, alles was das Herz begehrt und dann auch noch allerhand andere handgefertigte Sachen. Ja, wir schlendern jetzt mal kurz über den Markt und dann geht's ab in die Altstadt. Und was noch ganz toll ist hier am Ufer, die Häuserfassaden, die sind echt sehenswert. Die zeigen wir euch gleich. Que amas con mi chica y si tú quisieras una sola vez conmigo hay que ser claro. Wir sind jetzt hier im Bahnhof von Porto, der nennt sich São Bento und nein, wir wollen nicht verreisen, sondern wir wollen uns hier diese wunderschönen Azulejos anschauen. Genau, das sind so ganz berühmte Fliesenbilder für oder Wandfliesen für Portugal und davon gibt es hier im Bahnhof einige. Ja. Und die zeigen wir euch und dann überlegen wir uns, ob wir doch noch mit dem Zug weiterreisen. Ahoi, wir melden uns wieder von unserem kleinen Stadttrip durch Porto. Wir waren gerade an der Kathedrale von Porto, die war allerdings zu. Dafür hatten wir dort einen ganz tollen Ausblick übers Ufer vom Douro. Ja, sind jetzt zurück in die Altstadt. Stehen.
Ja genau, wir stehen jetzt hier vor dem Torre del Clerico und direkt dahinter befindet sich auch die Kirche dazu. Da sind wir gerade mal reingegangen. In den Turm ging es für uns heute leider noch nicht, denn da wurde uns mitgeteilt 40 Minuten Wartezeit. Das holen wir aber danach. Vielleicht. Ganz fest vorgenommen. Doch. Okay, wir holen das danach, genau. Eintritt kostet 5 Euro auf jeden Fall. Wie gesagt, Wartezeit einplanen oder zu einer Zeit kommen, wo man nicht warten muss. Kirche ist umsonst der Eintritt. Ja, was steht als nächstes an? Jetzt laufen wir langsam vor. Wir haben es jetzt 12 Uhr, liegen noch bis 14 Uhr. Und dann wollen wir wahrscheinlich noch in ein kleines Café gehen und noch ein bisschen entspannen, bevor wir dann unsere Fahrt fortsetzen. Genau. Oder starten. Also. Ja, geht ja erstmal los heute, unsere Reise. Letzte Station für unseren Aufenthalt heute in Porto. Passenderweise sind wir in der Bar und im Restaurant Porto Cruz. Das ist direkt in der Nähe von der Arosa Alba, hier an der Promenade gelegen. Hinter uns ist die berühmte Brücke Dom Luis. Und ja. Über uns fährt gerade die Seilbahn. Genau, die fährt hier auch lang. Ja, ansonsten, wir genießen jetzt noch ein bisschen den Sonnenschein, essen noch was Leckeres und dann geht es zurück zum Schiff. Mal sehen, ob das Akku bis dahin hält. Ansonsten melden wir uns nachher erst mit dem Auslaufen hier aus Porto, was sicherlich auch eines der Highlights nochmal der Reise wird. Ansonsten erstes Feedback zur Stadt. Wunderschön, total ja. Niedlich und richtig schönes Flair. Ja, also zu Fuß auch super, alles erreichbar. Wir hatten jetzt 4-5 Stunden insgesamt und haben trotzdem schon relativ viel gesehen. Nächste Woche sind wir dann auch noch mal gut einen halben Tag und eine Nacht hier in Porto. Haben also dann noch ein kleines Programm vor uns. Ja, jetzt genießen wir noch ein bisschen den Tag und dann geht's weiter. Ja, das Akku hat glücklicherweise gehalten. Wir stehen jetzt wieder vor der Arosa Alba und jetzt geht's gleich wieder weiter. Ja, was soll man sagen? Das Essen war super, super lecker im Espaço Porto Cruz. Genauso wie die Getränke und ja, mal abgesehen davon habt ihr einen wunderschönen Panoramablick auf die Stadt auf der anderen Seite des Ufers. Und ja, probiert's mal aus, wenn ihr hier seid und lasst euch schmecken. Genau, und was wir zuerst befürchtet hatten, dass es vielleicht ein bisschen teurer ist, hat sich nicht bewahrheitet, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, dann können wir jetzt noch mit gefüllten Geldbeutel zurück an Bord gehen und dann geht's los hier vom Porto mit dem Auslaufen. Jetzt das Auslaufen aus Porto, wunderschöne Stadt, mit schon Tränchen im Auge, aber wir kommen ja bald wieder und uns erwarten ja jetzt noch ganz viele schöne Ziele, da sind wir schon super gespannt und ja, jetzt nehmen wir euch noch mit, ihr seht im Hintergrund, wir sind schon unterwegs zum nächsten Ziel. Heute Abend sind wir dann in Porto Antigo, ist ein ganz kleiner Ort, ja, soll von der Landschaft sehr schön sein, viele Weinreben, Weinanbaugebiete dort in der Region. Wir haben jetzt uns schon ein bisschen auf dem Schiff umgeschaut und einen kleinen Lieblingsplatz von uns schon gefunden. Hier vorne vor der Lounge gibt es so ein kleines Außendeck. Ich drehe mal schnell rum. Da kann man bis vor an den Bug laufen. Echt cool. Ja, da genießen wir jetzt ein bisschen die Sonne. Und im Anschluss wollen wir dann einen kleinen Schiffsrundgang mit euch machen. Ein paar Worte des Schiffes euch noch vorstellen. Ja, und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Got me up.
all night, putting things on the side. What do you have in mind? So, wir haben jetzt genug Sonne getankt an Deck. Jetzt wollen wir einen kleinen Schiffsrundgang mit euch starten. Wir sind jetzt auch angekommen auf Deck 2. Hier befindet sich nämlich, was wir ganz cool finden, eine Tee- und Kaffeestation. Zusätzlich habt ihr hier an Bord auch diese kleinen Plastikflaschen. Das ist auch ein bisschen für den Umweltschutz gedacht. Da könnt ihr euch dann Wasser abfüllen für eure Ausflüge, aber dann nicht so viel Plastikmüll verbraucht. Ja, können wir gleich mal ausprobieren. Ihr habt hier die Möglichkeit zwischen Sparkling Water, Mineralwasser und kaltem Wasser zu wählen. Packt dann eure Flasche drunter und könnt die dann ganz einfach befüllen. Während die voll läuft, habt ihr dann natürlich hier in der Ecke noch einen Kaffeeautomaten. Ihr könnt euch Espresso machen, Cappuccino, einfach Milch oder heißes Wasser, weil ihr habt dann auch hier in der Ecke noch die Möglichkeit, Tee zuzubereiten. Ebenfalls auf Deck 2, direkt neben der Wasser- und Teestation, befindet sich das Hauptrestaurant hier an Bord. Es gibt auch nur ein Restaurant an Bord, der Rosa Alba. Ja, hier gibt es zum einen eine Buffetform und zum anderen eine Menüform zum Abendbrot. Ihr könnt euch also eure Vorspeise und Nachspeise vom Buffet holen, was sich hier in der Mitte vom Restaurant befindet, zeigen wir euch gleich. Und der Hauptgang wird euch dann direkt an den Tisch geliefert. So gibt es heute zum Beispiel die Auswahl zwischen einem Fisch, einem Fleisch und einem vegetarischen Gericht. Und zusätzlich gibt es dann auch noch eine Suppe. The time, what are you trying to find? I hope this ain't a lie. 'Cause I'm vibing with all we have. Yeah, I'm feeling what we are now. I'm laying down on the ground. All I do is thinking of love. Yeah, I'm vibing with all we have. I'm feeling what we are now. All I do is thinking of love. 'Cause I'm running with these emotions. Wir sind jetzt angekommen auf Deck 1 auf der Rosa Alba. Hier werden sich vor allem die Wellness-Freunde wohlfühlen, denn hier findet sich das Spa Rosa, was sich wieder unterteilt in die Anwendungskabine, wo ihr euch massieren lassen könnt gegen Aufpreis, und dem Bereich, wo wir jetzt gerade sind, das ist der Saunenbereich. Insgesamt gibt es eine Sauna, dann hinter Janine den kleinen Ruhebereich. Genau, mit drei Stühlen. Erfrischungsgetränk und hinter Christian natürlich auch noch eine Dusche. Genau, ist komplett kostenlos nutzbar und ein paar Impressionen zeigen wir euch jetzt. So, jetzt sind wir schon fast ganz oben auf dem Schiff angekommen. Wir sind jetzt auf Deck 3. Hinter mir seht ihr schon die Rezeption. Da könnt ihr 24 Stunden rund um die Uhr mit eurem Anliegen hingehen. Und die netten Damen helfen euch natürlich, zum Beispiel beim Ausflug buchen oder wenn ihr irgendwelche anderen Anliegen habt. Dann ganz neu auf der Rosa Alba ist, wenn ihr nach links schaut, der erste Lift überhaupt auf einem Arosa-Schiff. Da könnt ihr dann von dem untersten Deck von Deck 1 bis hoch auf Deck 3 fahren, bis aufs Sonnendeck leider nicht. Ja, und zusätzlich gibt es natürlich auch eine Bar, eine Lounge und einen Shop. Den gucken wir uns jetzt an, der ist nämlich da hinten. So tell me, where are you now? When your head is in the clouds, I wanna find out now. 'Cause I'm vibing with all we have, yeah, I'm feeling what we. Zum Abschluss unseres Schiffsrundgangs haben wir es jetzt auf das Sonnendeck geschafft und genießen einfach mal das schöne Panorama hier auf unserer Fahrt entlang des Douro. Hier werden auch kleine Snacks serviert. Janine hat natürlich gleich zugegriffen. Ihr kennt sie ja. Genau. Neben einem wirklich schönen Pool, der sich da hinten befindet, gibt es hier halt auch einen kleinen Lounge-Bereich, wo wir sind, der ist überdacht. Mhm.
Dann gibt es natürlich die Sonnenliegen, ganz wichtig für die Sonnenanbeter. Im Heckbereich des Schiffes soll auch noch eine kleine Minigolfanlage gebaut werden, die ist allerdings noch nicht fertig. Nicht so schlimm, gibt trotzdem viel zu sehen hier, vor allem durch die tolle Landschaft. Ja, ein paar Impressionen vom Sonnendeck zeigen wir euch jetzt noch. Und dann geht's heute Abend noch im Porto Antico weiter. I'm running with these emotions. Tell me, what do you want? Porto Antico angekommen. Das ist unser heutiger Nachthafen. Seit 19 Uhr liegen wir jetzt hier, nachdem wir einen wunderschönen Tag in Porto hatten, und wir bleiben hier bis morgen gegen 9 Uhr. Die Besonderheit nämlich hier auf dem Douro ist, dass man nicht über Nacht fahren darf, sondern immer an einem Hafen festmachen muss. Wussten wir auch noch nicht. Spannend. Genau. Haben wir was dazugelernt heute? Ja, das war jetzt auch unser erster Tag mit Arosa Alva hier in Portugal. Für die Anreise wurden wir heute auf jeden Fall entschädigt. Porto hat uns super gut gefallen. Wir freuen uns schon auf unsere Rückkehr dann nächste Woche. Da haben wir dann ja nochmal einen Tag und eine Nacht dort. Gibt sicherlich noch viel zu entdecken und zu erleben. Ansonsten, das Schiff gefällt uns ganz gut. Ja. Ist halt auf jeden Fall auch das kleinste Schiff, auf dem wir jemals waren. Ist auch mal eine Neuheit für uns gewesen. Ja, ansonsten, Landschaft sieht auch super toll aus. Wir sind sehr gespannt, was die nächsten Tage für uns bereithalten. Ihr hoffentlich auch. Ja, wir würden dann jetzt sagen, gute Nacht und bis zur Folge 2. Bis morgen. Tschüss. Ciao.